Ich bin tätig als Bauphysikerin in einem Ingenieurbüro in Zürich und wir sind täglich konfrontiert mit sommerlicher Wärmeschutz und mit der immer wärmeres Klima. Daher wollte ich einfach hören, was hier gesagt wurde. Ich war der Berater für alle bauphysikalischen Aspekte, also die ganze Akustikthematik, Energiethematik, Behaglichkeitsthematik, Sonnenschutz natürlich. Und das Dritte ist, dass es ja noch gelabelt ist, also das ist meine GP. Da muss man ganz viele Informationen zusammentragen. Muss man beim Architekt vorbei, Bauherr, ein bisschen Brückenbauer sein, mit der Minergiefachstelle, mit dem Planer, mit dem Bauherr und ein Dokument machen schlussendlich, wo man dann begutachten kann und das Label Minergie-P bekommen. Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie in einem innovativen Projekt so ein Thema konfrontiert werden kann und gelöst werden kann. Und sehr, sehr interessantes Projekt, ich wusste nichts davon und daher also habe ich sehr erfolgreich gefunden.